Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin und ich investiere mein Geld seit circa 9 Monaten an der Börse. Ja, ich hoffe erstmal, es ist nicht zu laut im Hintergrund, denn mein Laptop rendert gerade ein anderes Video. Also ich hoffe, es stört nicht. Kommen wir zu den Zahlen heute. Es ist natürlich noch nicht Börsenschluss, aber man kann grob davon ausgehen, dass der Wert ungefähr so bleiben wird. Ich habe heute weder etwas geh- oder verkauft und heute gab es so ungefähr 0,21% plus oder auch um die 13 Euro. Schauen wir uns die einzelnen Aktien an, wie sich die entwickelt haben. Ja, Apple hat sich jetzt nicht so viel getan, minus 0,76%. Dann Stoneco ist tatsächlich schön angestiegen wieder, um 1,74% ins Plus gegangen. Ja, ich hoffe, dass ich hier vielleicht sogar irgendwann mal mit 100% performen werde. Ist ja auch gar nicht so abwegig. Also ich habe die ja wirklich zu einem sehr guten Preis eingekauft. Ich bin auf jeden Fall gespannt und beobachte das weiter. Dann Texas Instruments, tatsächlich hier einmal so einen kleinen Ausreißer nach oben gemacht, aber insgesamt dann doch wieder 0,58% plus gemacht. Ist jetzt nicht so viel, aber es freut mich natürlich und ja, nimmt man gerne mit, falls es so bleibt. Alibaba auch. Ja, so um 0 rumgependelt, 0,54%. Das macht 1 Euro aus, also hat sich nicht wirklich viel getan. Jinko Solar ist heute erst ganz gut angestiegen, aber dann doch wieder gesunken. Insgesamt minus 1,47%, hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Nel Azar, minus 0,53%. Dann Global Clean Energy, auch so um die plus minus null, aktuell gerade minus 3 Cent, was jetzt natürlich auch nicht so viel ausmacht. Ja, dann Moderna, hatte ja auch einmal einen kleinen Ausreißer nach oben, 2,73. Ich frage mich ja, wann die 100 Euro hoffentlich mal wieder erreicht werden. Bislang ja eher noch nicht. 1,56% plus bislang heute gemacht. Ich hoffe, es wird gleich noch ein bisschen steigen. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, aber trotzdem hier, wie gesagt, immer noch mit minus 33,59% im Minus, was wirklich sehr enorm ist und wirklich blöd von mir gewesen ist, die zu diesem Kurs einzukaufen. Aber ja, da ist es dann wirklich durchgegangen mit mir. The Very Good Food Company hat sich auch ja, sehr schön wieder erholt. Endlich wieder über die 5-Euro-Grenze quasi. Ja, insgesamt heute bei plus 6,77% oder auch 34 Cent pro Aktie plus. Aber auch trotzdem hier noch minus 11,55% im Minus. Ja, AstraZeneca heute sah es eigentlich ganz gut aus, aber dann wieder gesunken. Plus minus 0, also 2 Cent momentan im Minus pro Aktie. Und hier mit 9,02% auch immer noch im Minus. Dann der Stoxx Europe 600 Banks. Heute auch ganz gut entwickelt, 2,17%. Das macht 24 Cent aus. Ja, ich freue mich natürlich und bin gespannt, aber der ist sowieso long-term, also ja. Intel ist vorhin, also nachmittags, nochmal sehr gut angestiegen, bis auf 3,19% sogar gekommen. Jetzt liegt es aktuell bei 2,22% im Plus. Ja, insgesamt bin ich jetzt mit 8,48% im Plus, was mich auch sehr freut. Und auch Intel werde ich noch ja, auf lange Sicht behalten. Dann Palantir Technologies
auch bei 0 Grad. Ja, hat sich nicht wirklich viel getan. Coca-Cola ein wenig abgesunken, aber jetzt auch nicht drastisch. 25 Cent. Realty Income 1,77% momentan im Minus. Dann Microsoft auch ein leichtes Minus, 1,26%. Ja, McDonald's auch 1,24% ins Minus gegangen. Meine neue Aktie Hive Blockchain Technologies heute 7,49 stand da gerade Prozent gestiegen. Freut mich natürlich sehr. Ja, ich wollte gerade gucken, ob wir schon über die 2 Euro hier waren, aber waren wir nicht. Ja, und somit insgesamt 3% im Plus, was mich natürlich sehr freut. Tarte Lifestyle and Wellness wieder abgesunken, 2,68% insgesamt. Dann LTC Properties heute auch bei plus minus 0 ungefähr, also 12 Cent nur plus gemacht, macht jetzt auch nicht so viel aus. Xiaomi heute 10 Cent plus gemacht oder auch 2,91%. Ja, hier bin ich ein klein wenig im Plus. Dann Tencent Holdings heute auch nur ein Plus von 0,55. Walmart ja, ist auch so bei plus minus 0, gerade 26 Cent im Plus. Dann Pepsi heute abgesunken, 1,64%. NetSense Technology auch bei 0. Die Deutsche Cannabis AG ist wieder gestiegen um 4,9%, aber auch hier insgesamt noch mit 18,67%. Ja, deutlich im Minus. Und dann mein Knockout-Zertifikat heute bei 33,33%. Oder auch 10 Cent plus gemacht. Ja, insgesamt bin ich hier mit unglaublichen 2 Euro im Plus. Ja, das ist eben so. Ich habe einen Knockout bei 3,25 Euro. Und das bedeutet, Xiaomi darf nicht unter diesen Wert 3,25 Euro kommen. Gerade aktuell liegt Xiaomi bei einem Wert von 3,54 Euro. Und genau, hoffen wir einfach, dass es so bleibt. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Tag lief. Vermutlich auch recht, ja, ich würde sagen langweilig. War jetzt nichts Besonderes dabei. Ja, alles relativ normal. Ich bin gespannt, ob jetzt noch in den letzten 3 Stunden an der Börse irgendwas passieren wird. Ich schätze mal nicht. Und wir hören uns im morgigen Video. Bis dann.